Königsberger Klopse ohne Kapern geht, ist aber nur halb so geil. Toastbrot ohne Rinde in Milch einweichen. Original Königsberger sind mit Kalb. Ich habe jetzt hier Rind, da gehören Sardellen rein. Müsst ihr aber nicht reinmachen, für mich gehören sie rein. Zwiebeln aus der Pfanne. Senf, Eier, Salz, Pfeffer. Das eingeweichte Toastbrot gut auspressen. Masse ordentlich durchkneten. Für den Sud Piment, Wacholder, Nelke, Lorbeerblatt, Zwiebel, Salz. Kochendes Wasser, Weißwein, Apfelessig. Zum Klöß abdrehen. Immer ein Schälchen mit kaltem Wasser. Für den Fall, dass der Kloß bei euch zu Hause nicht hält, einfach ein bisschen Panierbrot an die Masse, fertig ist. Zum Sud geben und ca. 15 Minuten ziehen lassen. Währenddessen die Klöße im Pool chillen, schmelzt ihr Butter. Dann gebt ihr da Mehl drauf, rührt langsam die Milch vom Toastbrot dazu. Dann nehmt ihr euch Kochsud und dann rührt ihr so lange, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Sahne, Muskatnuss, geriebene Zitronenschale, Prise Zucker und das wohl Wichtigste, Kapern. Entscheidet selbst, wie viel oder ob gar nicht. Ruhig auch von dem Kapernsud. Klopse rausnehmen, Soße drüber, fertig.